wird zum Tag des Lavas. Der Tag des Lavas. Das war der Tag, an dem die Erde den Untergang geweiht wurde. Jetzt bin ich wahrscheinlich auf einer Bergspitze und kann gleich irgendwo sehen, wie Lavas die Welt vernichtet. Oh mein Gott, es passiert. Die Cutscene kennen wir schon. Der Auftritt, also ich finde ihn für die damalige Zeit ziemlich krass. Ich frage mich, was Lavas genau ist. Sieht aus wie ein großer Igel. Oh mein Gott, Lavas. Kämpfen. Das wird ein kurzes Spiel. Ja? Wir sehen, dass mein Let's Play gleich vorbei ist. Wir machen einfach Lavas fertig. Aber es geht in Angriffsstellung. Hä? Tja, Lavas, hier kommt dein Ende. 75 Schaden, du bist so gut wie tot, mein Freund. Na, ja, du bist so gut wie tot, mein Freund. Der Tag des Lavas nimmt ein Ende. Ich muss erst das rechte Teil wahrscheinlich besiegen, weil es heilt. Teile links füllen. Nein, das linke heilt. Zack. Ah. So soll es doch gehen. Und wie viel Schaden macht es? Es geht ja echt. Ich habe jetzt gedacht, Lavas. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die Zeit des Lavas ist vorbei. Ich kämpfe einfach gegen den Endgegner. Einfach mal so. Zack, tot. Aha. Keine Chance, der Gegner. Jetzt kommst du dran, Lavas. Zack. Oh, gehen. Gehen. Langweilig. Du willst ein Endgegner sein. Du bist der Endgegner in diesem Spiel. Schwach, Alter. Schwach. Zack. Okay, das war nicht viel Schaden. Und er kontert quasi. Und? Konterst du wieder? Nimm dann seine Angriffsart. Ah, ach, ich verstehe. Er übernimmt quasi die Feinde. Er imitiert quasi die Gegner, gegen die ich kämpfen musste. Und das waren zum Glück noch nicht so viele. Aber dass ich jetzt schon gegen Lavas kämpfen darf, das ist ein bisschen krass. Ich dachte, das dauert noch, bis ich hinkomme. Der ist ja jetzt echt nicht so hart. Zack. Okay, das Ding lebt länger. Amplifier. Kämpft wirklich wie der Gegner. Ja, ich bin gerade ein bisschen geschockt, dass es so einfach war, das Spiel. Dass ich jetzt einfach schon so gut wie durch bin. Ich verstehe es auch gerade irgendwie nicht. Ist das normal, dass man gegen Lavas kämpfen kann so früh und dass der so schwach ist? 5? 5. Mein Gott, ein Countdown. Kommt wahrscheinlich eine Mega-Explosion und die bringt mich dann um, oder? Zap, zap, da, da. Stirb, Lavas. Zack. Treffer. Zack. 2. Zack. Zack. Kritisch. Lebst immer noch. Drecksding. Oh, das Gegner hat auch schon viel ausgehalten. Zusammenbruch. Er ist tot. Nein. Nicht dieser Gegner.
Ja, okay. Ich wusste es echt nicht, dass ich jetzt schon gegen den Endgegner kämpfen kann. Der, naja, vermutete Endgegner. Wie erwartet, kein Schaden. Ich brauche Magie. Das ist wenigstens einfach. Zack. Treffer. Ach, hast du keine Endgegner mehr, die du kopieren kannst? Das waren alle, oder? Da habe ich jetzt jemanden vergessen. Die Robo-Brüder, ja. Die waren ja nicht wirklich so stark. Ja, liebe Leute, das ist Lavos. Ja. Wir haben uns ihn größer und gefährlicher vorgestellt, aber er ist überraschend einfach. Meine, die Angriffe, die kenne ich jetzt auch alle so technisch. Okay, der war ein bisschen härter. Zack. Und du kriegst. Nein, 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 Abbruch, Abbruch. Nein, nein, ich hab's übersehen. Ich hab die Message übersehen. Das war sinnlos. Ziemlich blöd von mir. Kraftstrahl. Aura. Und jetzt heilen wir Chrono. Genau. Wahrscheinlich solange der so sein Maul aufreißt. Hehe, was für ein Wortwitz. Kann ich ihn nicht angreifen. Okay, jetzt geht's wieder los. Okay, das ist. Ja gut, er ist schon stark. Ich meine, er ist noch nicht tot. Das ist ja schon mal gut für einen Endgegner. Die Musik ist dramatisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist. Das kann nicht so einfach sein. Oh mein, oder verarsche ich das Spiel die ganze Zeit? Du kannst den Endgegner so früh schon besiegen. Du musst nur drauf kommen, halt diese blöde Kiste anzusprechen. Das ist seltsam auch. Nein, irgendwas stimmt hier nicht. Zack, Zyklonwasser. Langweilige Attacke. Das ist wahrscheinlich nur so viel Leben wie der Boss, gegen den ich kämpfen musste. Laserwirbel, Technik, Eis. Und zack. 83 Schaden. Ja. Aha, er hat seinen Kopf weggeworfen. Ja, er hat gerade seinen Kopf geworfen. Und wie immer pfeift Marle aus dem letzten Loch. Na los, greift an. Nein, dann tue ich es eben nicht. Was haben wir denn hier? Aura Wirbel. Er hat ein Meer übrig. Aura Strahl. Mach ich das so? Und. Wollte ich eigentlich schon mal wissen, wie das aussieht. Okay, sie ist noch nicht ganz voll, aber es wird reichen für unseren kleinen bösen Lavos. Denn ich hatte beim letzten auch zweimal dies mit dem Gegenangriff. Demzufolge kann er nicht mehr viel Leben haben. Dann ist es vorbei. Ja. Ach, dann kann ich den Abspann bewundern. Oder so. Und bumm, Lavas tot. Nein, schade. Eine Ride, Zyklon, Wasserattacke. Macht mittlerweile schon 70 Schaden. Und immer auf die arme Marle.
Gott, mir geht noch die Magie aus, wenn das so weitergeht. Ja, immer auf die arme Male. Immer auf die arme Male.